endlich mal wieder ein tolles Lamberts TV hier für Facebook in Unterstützung von Lifestyler TV stehe ich neben Dr. Hermann Bübecker in Saint-Tropez. Lieber Herr Bübecker, das ist ja unglaublich, was in der kurzen Zeit wieder alles passiert ist. Vielleicht nochmal zusammengefasst jetzt aus Ihrer Sicht. Wie ist es gestartet? Ja, nicht weit von hier in Cannes waren wir vor einigen Wochen und anlässlich der Filmfestspiele in Cannes hatten wir das Glück, mitzuhelfen bei der Amfagala, die ja vielleicht das größte und interessanteste Event in Europa ist, bei dem sehr viel Geld für den guten Zweck zusammenkam und American Foundation for AIDS Research nimmt dieses ganze Geld ja auch für den guten Zweck, für den Kampf gegen AIDS und es waren tolle Leute da, alle haben mitgeholfen, es war ein riesiger Abend. Vor allem, man muss dazu sagen, Sie hatten ja eine ganz besondere Position, Vice Chair, bitte genau weiter ausführen, was waren Sie da? Ja gut, ich war im Rahmen der Organisation mit dabei als Co-Chair und wir hatten die Möglichkeit, das ganze Event dann auch ein wenig zu organisieren und zu strukturieren und es war ein großer Erfolg. Aber das war noch nicht vorbei schnell, dann ging es wieder zurück und gerade hatten wir dann noch in Aachen das größte Reitturnier der Welt, auch sehr schön mit über 300.000 Zuschauern und Schweden war im Mittelpunkt und toll war natürlich, dass wir dann die Königin und den König von Schweden, beide also da hatten, auch zu unserer Medianacht, zu der Lamberts ja auch speziell mit eingeladen hat, hatten wir dann noch Bo Derek, die extra aus Los Angeles gekommen ist, die ganzen amerikanischen Reiter kannte, die dem Pferdesport sehr verbunden ist und der Nationenpreis, der Dressurreiter, den dann auch das deutsche Team hatte, da durfte ich dann auch noch den Preis übergeben und ich bin dann sozusagen vom Reitturnier direkt wieder hier nach Saint-Tropez geflogen und ja, dann war dieses wunderbare Event mit Leonardo DiCaprio, der für seine Umwelt Foundation zum dritten Mal diese Veranstaltung gemacht hat und es war wieder ein begeisternder Abend und ja, wir sind ganz glücklich, dass wir immer wieder mithelfen können bei diesen Veranstaltungen, die ja am Ende auch nicht nur den Menschen Freude machen sollen, auch sehr oft dazu dienen, eben das Geld für einen guten Zweck gesammelt wird. Zum Schluss vielleicht Thema Motivation, was ja viele Leute auch immer fragen, wie sie das schaffen, so viele Events, sie wechseln die Länder, sie wechseln die Städte, was ist ihr täglicher Antrieb und die Motivation, um solche tollen Events auch abzuarbeiten fast und zu erleben? Ja, die eigentliche Motivation ist natürlich die Arbeit, dieses Glück, ein 325 Jahre altes Unternehmen führen zu dürfen in die nächste Generation, es auch um einige andere Unternehmen zu erweitern, um sich zu verbreitern und so eine Art Weltmarktführer jetzt auch für Herbst-Weihnachtsgebäck zu sein. Und das gibt Motivation und man darf nicht vergessen, das Geld, was wir für den guten Zweck ausgeben, ist am Ende des Tages über die Schokolade und das Gebäck erwirtschaftet worden und das ist eigentlich unsere Passion, unser Auftrag, unsere Motivation, tolle Produkte für den Verbraucher herzustellen, die er dann in den Märkten kaufen kann und dass eben die Lamberts-Qualität vom Verbraucher geschätzt wird. Ohne das wäre alles das nicht möglich. Danach durchatmen oder dann geht es noch Richtung Clinton oder wie geht es weiter dieses Jahr zum Schluss? Es gibt noch mal ein kleines Durchatmen, aber dann geht es nach New York, wo ich dann schon länger jetzt nicht mehr war, weil viele Events in Europa waren und dann ist natürlich das größte fast, was es in diesem Bereich überhaupt gibt, die Clinton Global Initiative, mehr als 50 Staatschefs, Obama, Hillary war all die Jahre dabei und gerade kurz vor der Wahl wird das natürlich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen und wenn ich daran zurückdenke, dass im letzten Jahr in 4 Tagen ja Commitments für den guten Zweck, für die Umwelt, für Bildung und Kampf gegen Armut von 7 Milliarden, also man kann es kaum glauben, Milliarden Dollar gesammelt wurden, richtige konkrete Commitments, Turning Ideas into Actions und das ist vielleicht unser Lebensspruch vielleicht insgesamt. Wir sollten versuchen, gute Ideen zu entwickeln, aber diese dann in Aktionen umzusetzen und das wird dann im September hoffentlich in New York so sein. Wunderbar, wir haben es auch umgesetzt, auf jeden Fall, hier wird nicht gesprochen, Saint-Tropez, wir müssen direkt weiter. Das war ein Lamberts Special, unterstützt von Lifestyle TV und habt viel Spaß mit den nächsten Sendungen. Unterstützt Lamberts auf der Facebook-Seite, Dr. Bübecker auf der Facebook-Seite und auch natürlich bei Instagram.